herzliches Willkommen zur Taroskoplegung mit Ella für die Woche 3. bis 9. August 2020. Und wir wollen mal schauen, was für jeden Einzelnen mal wieder in dieser Woche möglich ist in der allgemeinen Legung für die Sternzeichen. Wir schauen uns vorher an, was astrologisch möglich machbar drin ist und worauf ihr vielleicht achten solltet, was riskant sein könnte, damit euch das auch bei der Kartenlegung oder bei eurem, ich sag mal, alltäglichen ein bisschen zur Seite steht, dass ihr daran denkt, dass ihr damit was anfangen könnt. Ja, finde ich gut, dass ihr so viele Rückmeldungen gebt. Das freut mich sehr. Vielen Dank nochmal dafür. Und wir schauen mal, was in dieser Woche so drin ist. Ich hoffe, sehr viel Positives, freue mich darauf und wir sehen uns gleich wieder. So, meine Lieben, dann wollen wir mal schauen, was so astrologisch möglich und machbar ist. Wir haben ja gesagt vom 3. Ich habe mal in den Mondkalender geschaut und das sieht halt wirklich nicht so gut aus. Schon ab 1. August haben wir so ein bisschen die Streitgefahr, die Aggression, Reizbarkeit, Wut und solche Sachen. Damit haben zu tun Mars, Uranus und Pluto, aber natürlich kann man selber auch immer dafür sorgen, dass man den Ball ein bisschen flach hält. Und deswegen die Bitte an euch alle, versucht ein bisschen nachsichtig zu sein mit euren Mitmenschen, mit euch selbst natürlich auch. Ja, die Dinge nicht zu hastig anzugehen, lieber mal einen kurzen Moment tief durchzuatmen und dann erst zu überlegen. Wir haben nämlich am 3. relativ neutral, eine gedrückte Stimmung, aber noch kein Aggressionspotenzial am 3., aber das geht am Dienstag los und dauert zumindest bis Donnerstag an. Freitag, Samstag und Sonntag sieht es dann ruhiger aus, also da ist so ein bisschen Entspannung drin, aber wahrscheinlich deshalb, weil ihr selbst auch dafür sorgt. Wir haben am 3. August auch direkt einen Vollmond, das ist Spannung zwischen Merkur und Saturn und da kann man eben auch so ein bisschen überfordert sein von den Ereignissen um einen herum und wir haben auch ja den Mars im Widder. Und das bedeutet natürlich auch, der pusht und pusht und pusht und sorgt dafür, dass man vorankommen will. Aber ihr solltet gut überlegen, was ihr wann und wie tut. Mars und Jupiter sind eben keine Unterstützung in dieser Zeit. Das macht eben alles ein bisschen, nervös und eben leicht reizbar und angepiekt, ja. Man sollte nicht versuchen, seinen Willen mit Gewalt durchzusetzen. Das ist ganz wichtig für jeden Einzelnen von uns. Und wir haben Merkur, der am 5. in den Löwen wechselt. Und Venus, ja, die geht am 7. in den Krebs. Und es geht halt mit diesem Merkur, Uranus, Pluto und so weiter, geht es auch weiter. Und da sollte man halt gerade in dieser Woche jetzt äußerst vorsichtig, entgegenkommt, nett und liebevoll sein, wenn es irgendwie geht. Ja, versucht das jeder, wenn das jeder Einzelne versucht, dann kann man sicherlich das ein oder andere Negative vermeiden, was um einen herum passiert, da hat man keinen Einfluss drauf. Aber es kommt ja immer darauf an, wie man auf die Dinge reagiert. Und wenn man weiß, die Sterne sind momentan so ein bisschen unter Hochspannung, kann man natürlich seiniges dazu beitragen oder sich von solchen Knackpunkten fernhalten. Ich sag mal Menschenansammlungen oder irgendwelche Dinge, wie sagen wir mal im Fußballstadion, wo es ja sowieso immer hochkocht. Da muss man ja dann nicht unbedingt hingehen zum Beispiel. Ne? Aber das muss ja jeder für sich entscheiden. Es ist jetzt einfach nur mal so ein Hinweis darauf, dass da eben Emotionen hochkochen können und dass da keiner von bewahrt bleibt. Aber wenn man das vorher weiß, kann man sich ein bisschen darauf einstellen und ein bisschen gegensteuern. Und das wäre halt in dieser Woche ganz gut. Schauen wir mal, wie es für jeden Einzelnen jetzt astrologisch erstmal weitergeht und dann natürlich mit den Karten. Hallo und herzlich willkommen, mein lieber Stier, zur Taroskoplegung mit Ella. Erstmal auf astrologische Art. Wir wollen schauen, was in dieser Woche drin ist bis zum 9. August. Du weißt ja, Uranus hält sich bis 2026 bei dir auf. Das heißt, du musst ständig mit Veränderungen, Umbrüchen rechnen. Und je flexibler du bist, desto einfacher. Es gilt auch jetzt im August so ein bisschen, sich von Altlasten zu lösen. Das ist wichtig. Bisweilen kann Uranus auch sehr plötzlich irgendwelche Dinge hervorrufen. Aber du bist gewappnet, du weißt ja Bescheid. Wir haben mit Neptun ja auch schon mal so ein bisschen, dass so die Sinne vernebelt sind.
Bis zum 7. August solltest du deine Einfälle aufschreiben, auch wenn du zum Beispiel aufwachst, du hast was Wirres geträumt, schreib es ruhig mal auf. Da können großartige Dinge draus entstehen. Wir haben Mars im Widder, das ist Feuerenergie, und das kann natürlich immer mal wieder dafür sorgen, dass man ja übertreibt, ja, oder auch so ein bisschen sehr willensstark ist. Und dass man dann so ein bisschen starrsinnig wird. Wir haben ab 7. August bis 6. September Venus im Krebs. Das ist sehr schöne Zeit für die Liebe, für Gefühle. Ja, die sollte man natürlich auch zeigen dann, ganz klar, rüberbringen. Wir haben bis 5. August so ein bisschen die Flexibilität, die Überzeugungskraft mit Merkur. Das solltest du auch nutzen, zumindest noch bis zum 5. August. Ansonsten darfst du dich nicht so sehr von anderen in deinen Anschauungen, in deinen Meinungen beeinflussen lassen. Ja. Du kannst manchmal ein bisschen zu sehr auf dich selbst fixiert sein. Halte die Dinge im Auge, sei offen. Du bist ein sehr charmantes, liebevolles Sternzeichen und so solltest du auch im größten Chaos als gutes Beispiel dastehen und anderen zeigen, wie man das für sich und für andere regeln kann. Schauen wir jetzt mal, was die Karten in dieser Woche für dich haben. So, mein lieber Stier, dann wollen wir mal schauen. Wir sind ja bei der Allgemeinlegung. Ich wollte das nur vorweg nochmal erwähnt haben. Das kann und wird nicht immer hundertprozentig dann auch für dich passen, aber du kannst dir sicherlich den einen oder anderen Punkt rausziehen, der für dich ja so ein bisschen Hilfestellung ist oder Unterstützung, Ideebringer, was auch immer. Wir beginnen mit der Energie, die von deinen Mitmenschen kommt. Das können eben Leute sein, die dir nahestehen, aber auch Leute, die du gar nicht kennst. Das ist egal. Also wichtig ist, dass diese Energie auf dich zukommt in dieser Woche. Und wir wollen mal schauen, was für Auswirkungen das hat, wie das ja für dich aussieht. Was haben wir denn da? Astrologisch klingt das ja alles immer sehr, ja, aggro. Das kann durchaus auch mal passieren, aber wir können jeder für sich kann ein Stück dazu beitragen, dass das harmonischer verläuft. Die Energie von außen ist die 9 der Erde. 9 der Erde ist auch Erdenergie wie deine Unabhängigkeit, kann Single-Dasein bedeuten, kann aber auch bedeuten, dass jemand schon eine ganze Menge erreicht hat und natürlich auch weiter darauf hinarbeitet, dann die 10 der Münzen zusammenzubekommen. Kann auch in deinem nahen Umfeld sein, aber eben auch ein bisschen entfernter. Wir schauen mal, wie deine Energie aussieht in dieser Woche, wie du dich selbst so siehst, was du dir wünschst, was du erhoffst oder befürchtest, was gut für dich ist, was vielleicht dann nicht so gut ist in dieser Woche und wie diese Woche für dich ausgeht. So, ich schaue noch mal eben, ob das gut sichtbar ist. Ja, kann man so lassen. So, wir wollen natürlich auch die Wochentage mit berücksichtigen bei der allgemeinen Legung. Sind die natürlich austauschbar? Das heißt, wenn ich Montag bis Sonntag lege, kann das für dich an einem anderen Tag liegen, je nachdem. Das ist aber okay, wie gesagt, dafür sind es zu viele Leute und die werden nicht am gleichen Tag alle das gleiche erleben. Mit Sicherheit nicht. Und wir wollen wissen, welche Energie bringst du denn mit in diese Woche? Was ist deine Außenenergie, so wie du dich den Menschen präsentierst oder was für Energien sie bekommen? Das Ass der Schwerter. Das kann durchaus eine spitze Zunge bedeuten. Das bedeutet Klarheit und Wahrheit. Es ist nicht schlimm, seine Wahrheit zu sprechen, auch die Dinge zu klären, finde ich auch großartig. Es kommt nicht drauf an, was, sondern wie. Wie man auf andere zugeht, wie man mit ihnen spricht, wenn du deinen Charme verwendest dazu, wunderbar. So, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Freitag, Samstag und der Sonntag. Diese Tage können, wie gesagt, bei dir auch anders liegen. Das ist aber auch nicht dramatisch, sondern einfach nur, du wirst es wissen, wenn sie dir begegnen. Die Vorwoche hänge ich
hinten an dieses Video dran, sodass du nochmal vergleichen kannst, wie das in der Vorwoche war, welche Entwicklung du seit der Vorwoche jetzt schon hinter dich gebracht hast, wie du dich weiterentwickelt hast. Wir beginnen wie immer mit der Energie, wie du dich selber siehst. Und da haben wir das Ass der Stäbe, Ass des Feuers. Ein leidenschaftlicher Neubeginn. Also du bist Feuer und Flamme. Wir haben ja auch die Venus im Krebs. Schön. Feuerenergie. Da hat jemand so richtig Sinnlichkeit auf seine Fahne geschrieben, würde ich mal sagen. Schön. Vielleicht ist es auch etwas Neues, was du beginnst, wo du mit Leidenschaft dabei bist, im Job oder was auch immer. Was ist denn dein Wunsch? Die Acht des Feuers. Kommunikation, möglicherweise kleine Reisen. Ja, sich austauschen mit anderen, denke ich mal. Wir haben ja auch das Ass der Schwerter, die Neun der Münzen. Könnten auch andere Erdenergien sein. Und was erhoffst du, da befürchtest du? Das ist die Sechs der Luft. Ich denke mal, dass dir das gefällt, Sechs der Schwerter. Das ist nämlich Entspanntheit, kein Stress. Und Stress ist sowieso nichts für dich. Du magst das nicht so gerne. Das lässt nämlich deine Leistung schrumpfen. Also solltest du natürlich ruhig und gelassen auf die Dinge zugehen. Was ist gut für dich in dieser Woche? Die Sieben der Stäbe. Du bist gewappnet. Das bedeutet, du weißt, deine Dinge zu verteidigen, möglicherweise mit spitzer Zunge, aber eben charmant. Du bist leidenschaftlich dabei, du kommunizierst, ja, du bist ja auch, ich sag mal, kompromissbereit, je nachdem, worum es geht. Sieben des Feuers ist, du hast die Rüstung an, du lässt dir kein X für ein U vormachen, du stehst zu deinen Dingen, aber wichtig ist, dass du andere Meinungen eben anhörst, auch wenn du sie nicht teilst, ja. Nicht gut für dich in dieser Woche ist die Acht der Luft. Das wäre so, in einem Gedanken gefangen zu sein oder wirklich auf seine Vorstellungen und Meinungen zu beharren. Weil da kommt man nicht voran. Ja, wenn man was herausfinden will, etwas verändern will oder mit jemandem Dinge planen will oder so, dann muss man einen Konsens finden. Und das wäre so kompromisslos einfach bei seiner Meinung bleiben. Und das wäre halt nicht so gut. Möglicher Ausgang ist der Bote der Erde, Geduld haben mit dir selbst und mit anderen. Erdenergie passt gut zu dir, passt auch zu dem stressfreien Bereich. Ich denke, dass das eine sehr angenehme Woche wird. Was haben wir denn am Montag? Montag haben wir die Zwei der Stäbe. Wir haben ja hier das Ass schon. Das heißt, du weißt schon ziemlich genau, wo du hin willst, aber du hast noch keine Entscheidung konkret getroffen. Musst du ja auch nicht, du hast Zeit. Dienstag, das Ass der Kelche, das ist die allumfassende Liebe, erstmal die Eigenliebe, was dir gut tut, ja, dass dein Kelch aufgefüllt ist, damit du weitergeben kannst, damit du Liebe auch an andere verschenken kannst, sich austauschen mit anderen und auch, ich sag mal, liebevoll austauschen, auch Nettigkeit, das muss jetzt nicht unbedingt körperliche Liebe sein oder dass man verliebt ist, sondern dass man eben nett ist zueinander, liebevoll. Am Mittwoch haben wir die Sieben der Schwerter unter den Sechs der Schwertern. Nun ja, etwas zu verbergen ist nicht unbedingt schlimm, wenn man, wenn es nicht um Gefühle geht, ne, dass man die Gefühle verbirgt, das wäre nicht so gut, glaube ich. Es gilt, die Dinge anzusprechen oder bevor das in Stress ausartet, vielleicht das ein oder andere zu klären. Das ist das Ass der Schwerter, was du als Außenenergie hast. Ruhig über die Dinge sprechen, bevor, wie gesagt, dann irgendwas in Stocken gerät. Am Donnerstag haben wir die Sechs der Kelche, das ist Vergangenheit. Vielleicht etwas aus der Vergangenheit kommt nochmal hoch oder so. Du bist gewappnet oder, ich sag mal, vergangene Beziehungen, vergangene Jobs. Irgendwas, was in der Vergangenheit mal gewesen ist, können auch positive Energien sein, dass du dich an etwas erinnerst oder dass du jemanden betriffst aus der Vergangenheit. Ja? Schauen wir mal weiter. Freitag. Königin der Stäbe, Feuerenergie, wir haben ja das Ass der Stäbe da vorne. Königin der Stäbe könnte jemand aus der Vergangenheit sein. Du bist gewappnet, auch mit Feuerenergie, aber du solltest da, wie gesagt, nicht in einem Gedankenkreisel gefangen bleiben, sondern das so nehmen, wie es kommt und mal schauen. Samstag haben wir die Sieben der Stäbe nochmal. Das ist wirklich sich wappnen. Vielleicht ist auch die Person gewappnet gegenüber diesem
Gedankengut, ich sag mal, dass man nicht von seiner Meinung abweicht. Das könntest du sein in Bezug auf eine Feuerenergie, dass man so ein bisschen, naja, sich reibt, ne? Dann haben wir den König der Schwerter, Klarheit und Wahrheit, Luftenergie, analytisch, aber in aller Ruhe. Also das sieht nicht nach großem Kampf oder Stress oder Auseinandersetzung aus, sondern eher nach ja, ein bisschen Beharrlichkeit in Bezug auf Meinungen. Und das kann ja auch mal ganz nett sein, sich mit jemandem so auseinanderzusetzen, wenn das eben nicht böse ist, sondern mehr so kameradschaftlich. Ja. Was ist das Ass des Feuers für den Stier in dieser Woche? König der Münzen, du bist leidenschaftlich dabei, dein ja, Einkommen zu verbessern vielleicht auch oder dir ja, was zu leisten. Vielleicht kaufst du dir irgendwas. Wir haben die Vier der Münzen, du hältst daran fest. Also du achtest schon darauf, wofür du dein Geld ausgibst, aber du bist mit Leidenschaft dabei und da könnte dir schon mal ein bisschen das Geld locker sitzen, vor allen Dingen denke ich mal für die, die dir am Herzen liegen. Die Acht des Feuers. Der Stern, Heilung, Wassermannkarte und Königin der Münzen. Du kümmerst dich um deine Beziehungen. Und ich denke, es geht auch darum, vielleicht mit jemandem Frieden zu schließen oder jemandem zu helfen in einer Situation. Zumindest möchtest du das. Wir haben das Ass der Kelche darunter. Das ist die allumfassende Liebe. Es ist auch Mitgefühl und ja, Unterstützung. Die Sechs der Luft ist Hoffnung und Ängste. Da sind die Liebenden. Und da ist die 7 der Schwerter. Und das ist etwas, was verborgen ist oder ja, was du unter dem Mäntelchen der Gelassenheit so ein bisschen ja für dich behältst. Etwas in Beziehungen, vielleicht was dir nicht gefällt. Wenn du hier, sagen wir mal, im Wunsch hast, jemandem helfen zu wollen und dann merkst, naja, das ist aber nicht so toll alles, ne, dann wirst du das nicht direkt sagen. 7 des Feuers, gewappnet zu sein, Königin der Stäbe, Feuerenergie nochmal und der Eremit. In sich gehen und, Jungfraukarte, in sich gehen und die Schätze in sich suchen, da bist du gewappnet. Entweder was diese Feuerenergie betrifft oder du willst etwas verbergen, was in dir persönlich ein bisschen versteckt liegt. Schauen wir uns mal an, was die 8 der Luft besagt. Gedankenkreisel, 10 der Schwerter und die 5 der Kelche. Ja, da ist ein bisschen Trauer drin. Und vielleicht hat das mit der Vergangenheit zu tun oder mit dem, was jemand sagt oder tut in Beziehungen, ja, wo du so ein bisschen versuchst, das nicht anzusprechen. Du willst das unter den Teppich fallen lassen. Schauen wir mal. Bote der Erde. Da ist die 3 der Schwerter. Und da ist die 9 der Münzen. Jemand von außen kränkt dich in irgendeiner Form. Das muss jetzt nicht die Feuerenergie sein. Es könnte auch die Feuerenergie sein, die dir hilft, da ein bisschen drüber hinwegzukommen. Wir haben die 10 der Schwerter und die 5 der Kelche. Das ist Bedauern. Du solltest dich in diesem negativen Gedanken, was vielleicht aufkommt in dieser Woche, nicht lange aufhalten. Da solltest du dich wappnen, da eben nicht zu verweilen, ja? Weil das bringt dich nicht voran. Sei geduldig und ich glaube, dass du darauf nicht großartig reagierst, was diese Person sagt oder tut. Schauen wir mal weiter. 2 der Stäbe, 9 der Stäbe und der Ritter der Münzen. Also du gehst es ruhig an, du gibst nicht auf, du bleibst dran und du weißt auch, wo du hin willst, aber du wartest, bis es wirklich soweit ist, bis du das Gefühl hast, jetzt kann ich das umsetzen, jetzt kann ich dieses oder jenes tun. Daneben ist ja das Ass der Kelche, das ist ja auch die Eigenliebe, da bist du nochmal gewappnet. Also du hast wirklich die Rüstung an in dieser Woche. Du lässt dich so schnell von außen nicht beeinflussen oder ich sag mal die Laune verderben, das ist gut. Du hast den Wagen, das ist ja auch Krebsenergie und bedeutet, dass die Liebe oder deine Lieben dir auch den Rückhalt geben, den du brauchst, stark zu sein. Dann haben wir vielleicht auch nickelige Leute um dich herum. 4 der Schwerter und der Turm. Ja, da könnte schon mal einer dabei sein, der deine Ruhe stört, im Sinne von, der ist jetzt so nickelig, dass du darauf reagieren musst, aber du überlegst dir gut, was du sagst oder tust. Ja, also kann schon ein bisschen piesacken, ne? Irgendeine Person von außen vielleicht. Wir haben ja auch hier die Kränkung. Irgendjemand sagt was Blödes oder so.
Jetzt haben wir die 6 der Kelche, wir haben den Ritter der Schwerter und wir haben die 2 der Münzen. Das ist mit der Vergangenheit umgehen. Da kann schnell etwas aus der Vergangenheit hochkommen oder ein Bekannter, ein Freund, Familienmitglied taucht plötzlich auf und jetzt musst du damit irgendwie klarkommen. Kann auch überraschender Besuch sein, durchaus möglich. Und du versuchst da irgendwie das unter einen Hut zu bringen mit deiner Arbeit, mit deiner Familie und so weiter. Möglich wär's. Königin der Münzen, Page der Schwerter und das Rad des Schicksals. Wichtige Gespräche, Informationen, ja, die dir weiterhelfen können in irgendeiner Form. Vielleicht auch in Bezug auf diese Sache hier. Wahrheit und Klarheit ist ja auch deine Energie. Oder es verrät dir jemand etwas, was schicksalhaft sein könnte. Und dann haben wir nochmal die Rüstung an. Da ist die 8 der Schwerter. Du sollst dich unbedingt dagegen wappnen, dich da fangen zu lassen in diesem Gedankenchaos oder in dieser negativen Atmosphäre. Lass dich da nicht runterziehen. Da ist der Neubeginn in Klarheit und Wahrheit, aber auch in Sicherheit und Stabilität, Erdenergie. Ich glaube schon, dass da jemand vielleicht auch ein bisschen neidisch ist auf das, was du hast oder wie das geht. Und dann haben wir den König der Schwerter, Ritter der Stäbe und die 5 der Münzen. Also 5 der Münzen ist ja der Rückzug. Das, was du da siehst oder so, wird dich nicht begeistern. Das kann dein Boss sein, das kann jemand im Umfeld sein, jemand, der irgendetwas rüberbringt, was er ganz toll findet oder sie. Aber du sagst dir, lass mal. Ne? Also da bist du nicht so begeistert, aber du wirst das jetzt nicht an die große Glocke hängen. Ich denke, dass, wie gesagt, die Energien von außen nicht so optimal sind in dieser Woche und dass du dich davor schützt. Deswegen hast du ein paar Mal die 7 der Stäbe, auch wenn Leute was Kränkendes sagen, du bist geduldig, du drehst dich rum und denkst dir, Schwamm drüber. Ja, du hast den Wagen, du hast die Zügel in der Hand, du hast den Rückhalt, den du brauchst. Und bevor du dich da verausgabst oder so, lässt du die Person, die vielleicht auch ein bisschen nickelig ist, am langen Arm verhungern. Und das ist auch richtig so. Ne? Kommunikation, Austausch und so möchtest du, aber du möchtest, dass es gesund bleibt mit dem Stern. Du möchtest auch in der Liebe nichts verbergen und du möchtest, dass da Entspannung, dass da von außen nicht irgendwas reinkommt, was da so ein bisschen Stress verursacht. Du bist gewappnet gegen Leute, die so ein bisschen, naja, kritisch sind. Jungfrau ist ja auch sehr kritisch. Feuerenergie mit Kritik. Kann schon mal ein bisschen, aber du bist gewappnet. Du bist gewappnet, das ist gut. Hier darfst du dich nicht reinführen lassen, ja, dass du eben haderst mit dem, was passiert, sondern du sagst, es liegt an den Sternen, damit habe ich nichts zu tun. Und auch wenn jemand hier gekränkt ist, vielleicht eine einzelne Person, weil sie vielleicht auch nicht bei dir landen kann zum Beispiel oder dich nicht mitreißen kann in Lästereien oder wir haben hier auch mit den 5 der Münzen möglicherweise Mobbing, da lässt du dich gar nicht erst reinziehen. Ich glaube, da wendest du dich dann ab. Ja, und das hier ist nämlich sowas, dass da irgendjemand gemobbt wird oder dass derjenige sich ganz toll findet und sagt, nö, lass mal. Ja, du triffst deine Entscheidung mit deinen Lieben und alles von außen, ja, da lässt du dich gar nicht drauf ein. Da bist du entspannt und gehst drüber hinweg. Was die Vergangenheit betrifft, da kann was aus der Vergangenheit kommen, aber auch da versuchst du das unter einen Hut zu bringen, aber du machst ja da keinen Stress. Ja, hier kann man klärende Gespräche führen und hier ist möglicherweise ein Neubeginn. Du bist gewappnet, du lässt dich nicht auf diese 8 der Schwerter bitte ein. Deine Karte, die ich habe für dich als Orakelkarte, ist die Nummer 17, die Schattenwelt. Und das ist, glaube ich, das, was dich momentan in dieser Woche so ein bisschen umgibt. Und du versuchst dich davor so ein bisschen, ja, abzuschirmen. Die Schattenwelt, du kannst aus der Vergangenheit lernen und dir eine wunderbare Zukunft ausmalen. Leben aber musst du im Hier und Jetzt. Das ist vielleicht auch etwas, was du dir mal überlegt hast, was du gerne in die Gegenwart bringen möchtest, aber schwierig momentan. Wenn deine Pläne zu hochfliegend sind, riskierst du den Boden unter den Füßen zu verlieren. Denn nur selten werden Gegenwart und Zukunft auf der magischen Landkarte deines Lebens völlig miteinander im Einklang sein. Die Zukunft ist in diesem Augenblick noch gehaltlos.
Auch wenn du ein künftiges Ziel oder die Verwirklichung eines Traumes bewusst ansteuerst und die Schritte, die du dafür in der Gegenwart unternimmst, von Bedeutung sind. Die Zukunft ist kein Ort, der im Jetzt eine Grundlage hat und an dem du verweilen kannst. Dasselbe gilt für die Nostalgie. Du magst voller Sehnsucht und Wehmut auf Vergangenes zurückblicken, dich an schöne Momente oder einzelne Entwicklungsschritte erinnern. Aber du kannst dich in der Vergangenheit nicht wirklich aufhalten oder zurückgehen, um sie zu ändern, weil du das Geschehene bereust. Das Gestern ist für immer vorbei. In der Hinwendung zum Jetzt verwirklichst du dein größtes Potenzial. Also, auch wenn das Hier und Jetzt nicht so der Burner ist, aber du gehst damit um, du hast die Zügel in der Hand, du bist gelassen, entspannt und ruhig und eben auch ganz wichtig, gewappnet, wenn es eben ein bisschen haarig wird aufgrund der momentanen Situation. Schauen wir mal, was dein Krafttier ist für diese Woche. Wir haben den Löwen. Sei großmütig. Auch eine schöne Karte, die viel Kraft verleiht. Wir sind ja mit Sonne im Löwen auch jetzt sehr vitalkräftig unterwegs. Das heißt, Lebensenergie kommt auf uns alle durch die Löwesonne zu. Damit können wir gut handhaben. Moment, 36. Der Löwe. Die Orakelkarte sagt: Ein gesundes Ego gibt dem göttlichen Willen nach, anstatt ihm zu widerstreben. Wenn der Geist des Löwen erscheint, ist das ein Zeichen dafür, dass er die Gabe des Stolzes verliehen ist und ein gesundes Selbstwertgefühl, um dein göttliches, authentisches Selbst auf einzigartige Weise zum Ausdruck zu bringen. König und Königin zugleich bist du dir deines Erfolgs und deiner Weisheit gewiss und von einem großzügigen Geist beseelt, der anderen gerne zu Hilfe kommt. Sei stolz auf deine Gabe, von Herzen zu dienen. Die Zufriedenheit mit dem, was du jetzt hast, erlaubt dir, deine Ressourcen weise zu nutzen, während du anderen auf eine Weise gibst, die sie innerlich weiterbringt, heilt, inspiriert und beglückt. Bewahre dir bei allem Stolz die Demut. Übe dich in Dankbarkeit und du wirst sehen, dass sich die Anerkennung von außen nicht mit der Freude messen kann, zu wissen, was du für andere tun kannst, indem du dich ihnen gegenüber großzügig zeigst. Der Geist des Löwen weiß, dass eine weite Savanne vor dir ausgebreitet liegt und noch viele in den Genuss deiner besonderen Fähigkeiten kommen werden, wenn du dich dafür entscheidest, mit dem Allgeist partnerschaftlich zusammenzuarbeiten. All deinen Beziehungen wird es zugutekommen, wenn du deinen Eigenwert und deine Großmut auf gesunde, das heißt bescheidene und wohlwollende Weise zum Ausdruck bringst. So kannst du zu einem Segen für alle anderen werden. Das heißt, deine ruhige, gelassene, entgegenkommende Art und eben sich nicht so schnell aufregen lassen, kann anderen als positives Beispiel, als Vorbild dienen, eben ähnlich zu reagieren oder zu agieren, damit das eben auch ja entsprechend ruhig und gelassen vonstatten geht. Also ist doch sehr schön. Also ich denke mal, dass du sicherlich auch mal ein bisschen schwimmst, vor allen Dingen gedanklich, weniger nach außen. Aber wichtig ist, dass du gewappnet bist und das wirklich zu 90%, sage ich mal, und dich nicht in irgendwelche negativen Dinge reinziehen lässt, dich auch nicht beirren lässt, wenn jemand irgendwas Dummes sagt. Du bist als Stier, sag ich mal, auf der richtigen Fährte und das Chaos von außen, das prallt an dir ab. Das ist so, ich sag mal, die Essenz dessen, was ich in dieser Woche sehe und was dir hoffentlich auch mit dieser Legung ein bisschen weiterhilft, das zu beherzigen und die Dinge eben auch nicht so an dich herankommen zu lassen. Das ist ganz wichtig. Ich bin gespannt, was du berichtest am Ende der Woche. Ich hoffe, du lässt uns ein klein wenig daran teilhaben, was du daraus ziehen kannst für dich, beziehungsweise wie du damit umgegangen bist. Wenn es hilfreich war, gerne ein Däumchen hoch. Ich wünsche dir eine schöne Woche. Viel Erfolg bei dem, was du umsetzen kannst und willst und dass du eben gut gerüstet bist. Und dann sehen wir uns, wenn du magst, in der nächsten Woche wieder. Ja, dann sag ich mal eine schöne Woche und bis bald. Bis dann.